Als Schriftlesung hören wir den heutigen Predigttext Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Ich lese die Luther-Übersetzung. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehme, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Amen. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Er könnte noch leben, dann wäre er dieses Jahr 95 geworden. Er wurde aber umgebracht, ermordet, schon mit 39 Jahren. Die Rede ist von Martin Luther King, Pfarrer in Montgomery, Alabama, in den Vereinigten Staaten. War Anführer der Bürgerrechtsbewegung dort in den 1950er und 1960er Jahren gegen die Rassentrennung und gegen die Benachteiligung der farbigen Bevölkerung. Und damals, wie heute, gab es Leute, die haben gesagt, ja, da muss man halt mal reinhauen, da muss man Aufstand machen, Revolution. Aber Martin Luther King hatte ein ehrnes Prinzip und es war die Gewaltlosigkeit. Seine Vorbilder waren Mahatma Gandhi in Indien, der ein Zeitgenosse von ihm war, und vor allem als Christ und als Pfarrer, vor allem die Worte von Jesus aus der Bergpredigt. Wir haben sie gerade gehört, in der Mitte die ganz zentrale und steile Aussage: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde. Der Satz ist zum Inbegriff der christlichen Ethik geworden, der hohen christlichen Ethik. Wir wollen über diesen Satz und über diesen Abschnitt in drei Schritten ein bisschen nachdenken heute Morgen. Das erste: Meine Feinde lieben? Nee, oder? Man, verstehst du, was Jesus da sagt? Fangen wir mal eine Stufe tiefer an. Jesus sagt auch: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir hatten gestern Konfi-Samstag mit den Konfirmanden, da ging es um die 10 Gebote. Und das kommt eigentlich immer, wenn wir darüber sprechen, dieser Satz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So fasst Jesus die Gebote zusammen. Und schon das ist ja eine Aufgabe, meinen Nächsten lieben. Als Jesus das mal gesagt hat, da hat ihn einer gefragt von denen, die um ihn rumstanden. Und das war einer, der es eigentlich genau gewusst hat. Das war einer der Frommen und der Gelehrten, ein Bibelgelehrter sozusagen. Der hat ihn gefragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Typisch, oder? Wenn mir was schwerfällt, wenn ich es eigentlich gar nicht will, dann fange ich an zu problematisieren und zu fragen und auszuweichen. Jesus hat trotzdem die Antwort gegeben, er hat dann die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt mit der Quintessenz: Mein Nächster ist der, der mich gerade braucht, der gerade meine Hilfe braucht. Dafür Augen zu haben und dann auch zu helfen, wo einer Hilfe braucht, das ist ja schon eine Riesenaufgabe. Und jetzt steigert es Jesus hier noch in unserem Abschnitt, sagt, den Nächsten lieben, das ist christlicher Standard, das gilt für uns alle. Oder die Freunde lieben an einer anderen Stelle, ja, das ist normal, das tun alle, das tun auch die, die keine Christen oder keine besonders guten Menschen sein wollen. Was nicht jeder tut
Und was die Christen, was die Jesusleute auszeichnen soll, das ist, dass wir sogar unsere Feinde lieben. Machen wir es mal wie dieser Mann in der, was ich gerade erzählt habe, vor dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter und fragen mal, ja, wer ist denn mein Feind? Hast du einen Feind? Ist ja nicht der, mit dem ich nichts zu tun habe, gell? Der Feind, der mir einfach egal ist, den ich auch nie sehe. Jesus sagt es quasi selber, was er damit meint. Mein Feind ist, sagt Jesus in Lukas 6, da ist auch die Bergpredigt abgedruckt, ein bisschen in anderen Worten, und da sagt Jesus, mein Feind ist der, der mich verflucht, der mich verflucht, also der mir Böses wünscht. Mein Feind ist B, der mich hasst. Hab mal nachgeguckt, was heißt eigentlich Hass? Es gibt ein altes Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe. Da steht, Hass ist, wenn man, Zitat, einen Menschen nicht nur verabscheut, sondern ihm auch schaden möchte. Quasi der Wille, jemand Böses zu tun. Und mein Feind ist C, natürlich der, der mir dann auch Böses tut. Also wer mir Böses wünscht, wer mir Böses will und wer mir Böses tut, das ist mein Feind. Und genau den soll ich lieben, sagt Jesus. Den soll ich lieben. Echt jetzt? Nee. Dem gehe ich aus dem Weg, wenn es hochkommt. Den lasse ich in Ruhe, wenn es hochkommt. Den klammer ich aus irgendwie aus meinem Leben, wenn es hochkommt. Aber lieber Jesus, lieben? Nee. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Und Jesus meint dazu hier nicht zuerst und auch nicht hauptsächlich die großen Gefühle. Auch bei der Liebe geht es nicht nur um die großen Gefühle, um die geht es auch, aber das ist nicht alles in der Liebe, die großen Gefühle. Gehört auch dazu. Aber Liebe ist auch, was ich tue, wie ich handle. Auch in meinem Tun kann ich lieben, sozusagen. Liebt eure Feinde, heißt für Jesus, auch das sagt er, Lukas 6, in dieser anderen Stelle der Bergpredigt, segnet die, die euch verfluchen, segnet die. Also wünscht denen nicht auch das Böse, sondern wünscht ihnen Gutes. Und sprecht über die auch nicht böse, sondern sprecht gut über sie. Liebt eure Feinde, heißt zweitens, tut denen Gutes, die euch hassen. Tut ihnen Gutes. Also versucht nicht, ihnen auch zu schaden, sondern ihnen zu helfen. Und drittens heißt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch Böses tun. Nicht nur für meine Freunde soll ich beten, in der Fürbitte, da bete ich für andere Freunde oder wen ich kenne, nicht nur für den, der Hilfe braucht, soll ich beten, sondern auch für meinen Feind. Hast du das mal gemacht? Für einen Feind gebetet oder einen Gegner oder einen, den du nicht leiden kannst? Da können Wunder passieren. Meine Feinde lieben. Nee, oder? Warum denn? Jesus sagt, meine Feinde lieben, weil die Liebe stärker ist. Weil die Liebe stärker ist. Frag mal, ist das unsere Überzeugung eigentlich? Ist das so? Und sind wir davon überzeugt, dass die Liebe stärker ist? Stärker als Hass? Stärker als Tod und Gewalt? Stärker als alles andere? Gibt in der Theologie eine alte Auseinandersetzung unter den Theologen, nämlich zu der Frage, für wen gilt eigentlich das, was Jesus in der Bergpredigt sagt und besonders, was er zur Feindesliebe sagt? Für wen gilt es? Die Bergpredigt gilt auf jeden Fall für mich als Christen im Umgang mit anderen Menschen, für jeden Christen. Aber gilt sie zum Beispiel auch für staatliches Handeln, die Bergpredigt? Zum Beispiel für die Polizei im Einsatz, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, halt auch die linke hin. Oder für die ukrainischen Verteidiger im Krieg, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, halt auch die linke hin. Oder für die Israelis nach dem 7. Oktober, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, halt auch die linke hin. Sagt Jesus hier sozusagen, lasst euch lieber vernichten, als euch zu wehren? Für wen gilt es mit der Feindesliebe? Sein alter Streit, das
lässt sich nicht so eindeutig beantworten. Mir leuchtet jedenfalls hier eine Unterscheidung ein, die Martin Luther gemacht hat oder die auf ihn jedenfalls zurückgeht. Und wenn ich auch sonst nicht mit allem einig bin, was Luther hier dazu gesagt hat, aber er sagt auf jeden Fall, wir müssen unterscheiden zwischen dem Reich Gottes einerseits und dem Reich der Welt andererseits. Und im Reich Gottes, da zählt und passiert und gilt das, was Gott sagt. Ohne Umstände, ohne Kompromisse. Da wirkt der Heilige Geist. Da lesen wir in der Bibel, da hören wir, was Jesus sagt. Da ist Glaube, Vertrauen auf Gott und Liebe. Und es gilt für uns Christen, wir gehören ja zum Reich Gottes, was in der Bergpredigt steht, ohne Abstriche gilt es. Und dann aber im Reich der Welt, da ist es anders, sagt Luther, da gibt es auch das Böse. Das wissen wir alle. Es gibt auch das, was Gott nicht will. Und deshalb gibt es eine staatliche, eine weltliche Obrigkeit, einen König früher oder den Staat bei uns. Und die haben die Aufgabe, und die müssen das tun, nämlich für Recht und für Ordnung sorgen und ein friedliches Zusammenleben, ein friedliches Miteinander zu gewährleisten, die Gewalt eindämmen, wo sie auftaucht. Und dazu muss der Staat auch selber, soweit es notwendig ist, Gewalt anwenden. Sie erstmal androhen und dann aber, wenn es nötig ist, auch einsetzen, da wo Friede und Ordnung gestört ist. In dieser Hinsicht gilt also für den Staat in dieser Welt nicht in allem die Bergpredigt. Und jetzt ist es aber so, und das ist die entscheidende Aussage hier, wir Christen leben ja in beiden Reichen. Wir leben im Reich der Welt und wir leben im Reich Gottes sozusagen gleichzeitig. Und wir können uns ja nicht einfach rausnehmen aus der Welt und so zu tun, als wäre jetzt alles Reich Gottes und das andere gäbe es gar nicht. Und deshalb, sagt Luther, ordnen wir uns als Christen grundsätzlich der staatlichen Gewalt der Obrigkeit unter, solange sie nicht gegen den Willen Gottes handelt oder dem Willen Gottes widerspricht. Wo sie das doch tut, da erdulden wir lieber Unrecht, indem wir uns nicht an Gesetze halten. Also nur wenn die Gesetze Gottes Wort widersprechen, da erdulden wir lieber Unrecht und halten uns nicht dran, soweit es uns persönlich betrifft. Und gleichzeitig verteidigen wir andere gegen das staatliche Unrecht, aber ohne Gewalt, quasi mit passivem Widerstand, mit Worten und Verhalten. Für Christen gilt immer, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das gilt immer. Ich habe von Martin Luther King gesprochen, baptistischer Pfarrer in den Vereinigten Staaten in den 50er, 60er Jahren. Da gab es dort noch die Rassentrennung. Schwimmbäder, Schulen, Imbissbuden, öffentliche Toiletten, selbst Parkbänke. Und selbst im Bus überall wurden Schwarze von Weißen streng getrennt und mussten sich getrennt halten. Und dann wurde am 1. Dezember 1955 Rosa Parks verhaftet in Montgomery. Martin Luther King hatte da gerade seine Pfarrstelle angetreten. Der war ein junger Hüpfer, glaube 26 oder sowas. Rosa Parks wurde verhaftet. Warum? Sie hatte sich geweigert, im Bus einen Platz zu räumen für einen weißen Fahrgast, weil sie war eine Schwarze. Hat gesagt, nee, ich sitze da. Bisher war das nicht für Weiße ausgewiesen. Ich sehe das nicht ein. Und dann wurde sie wegen Störung öffentlicher Ruhe verhaftet und zu einer Geldbuße verurteilt. Und es war nicht der erste Fall, lange nicht in dem Jahr 1955. Aber diese Verurteilung von Rosa Parks, die hat damals das Fass zum Überlaufen gebracht. Und die schwarze Bevölkerung hat eine Aktion gestartet, den Montgomery Bus Boycott. Von Martin Luther King koordiniert. Bus Boycott hieß, kein Schwarzer hat mehr einen Bus benutzt. Und die haben das wirklich durchgezogen. Die Quote sozusagen der Beteiligung an diesem Busboykott war nahezu 100%. Über ein Jahr lang haben die durchgehalten, bis im Dezember 1956 der oberste Gerichtshof der USA geurteilt hat, dass in den Bussen die Rassentrennung verfassungswidrig ist. Damit war das alles noch nicht zu Ende, aber damit war dieser Busboykott zu Ende. Und in diesem Jahr, 1955,
Und auch später noch, da kam es zu unglaublichen Anfeindungen gegen die Schwarzen und vor allem gegen Martin Luther King in diesem Ort in Montgomery. Im Januar 1956 hat er gepredigt in seiner Kirche. Ironischerweise hat er über Gewaltverzicht gepredigt und den Kampf gegen die Benachteiligung im passiven Widerstand. Und dann gab es zur gleichen Zeit, während er da auf der Kanzel stand und gepredigt hat, einen Bombenanschlag auf sein Wohnhaus, wo die Frau und die Kinder zu Hause waren. Er ist hingerannt, die Familie war zum Glück unverletzt, aber die Wut und Empörung derjenigen, die das mitgekriegt haben und die da betroffen waren und bestürzt waren, die hat sich quasi von Minute zu Minute gesteigert. Die Stadt stand vor dem Ausbruch einer brutalen Gewalt, fast eines Bürgerkriegs. Und in dieser Lage ist es Martin Luther King gelungen, die Leute zu besänftigen und heimzuschicken. Sagt, tut keine Gewalt, macht's nichts Unbesonnenes und werdet nicht gewalttätig. Selbst in der aufgeheizten Stimmung, in dieser lebensbedrohlichen Situation, blieb er bei seiner Gewaltlosigkeit. Als Christen leben wir nicht nur im Reich der Welt, wo es Hass und Gewalt gibt, sondern wir gehören zum Reich Gottes, wo wir das glauben und wo wir das wissen. Die Liebe ist stärker. Martin Luther King hat das gewusst und sich dran gehalten. Wir haben vorhin den Wochenspruch gehört, ganz am Anfang, vom Apostel Paulus, der sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, egal wie böse es ist, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Nicht, dass das so einfach wäre, gell? Nicht, dass alle das Charisma hätten und diesen Mut von Martin Luther King. Das war ja schon ein vorbildlicher Mensch mit großem Mut. Und zum Glück muss nicht jeder solche Anfeindungen aushalten. Nicht, dass wir immer die großen Helden sein müssten oder sind. Darauf kommt es nicht an, aber wir können im Kleinen anfangen, unsere Feinde zu lieben, indem ich beim nächsten Streit nicht einfach zurückkeile. Indem ich nicht böse über den anderen rede, auch wenn er böse Bemerkungen über mich macht. Indem ich freundlich bleibe oder es wenigstens versuche, auch wenn es mir in Situationen schwerfällt. Das kann Wunder wirken. Meine Feinde lieben, weil Liebe stärker ist. Und das Dritte und Letzte und auch das Wichtigste, meine Feinde lieben, weil Jesus mich unendlich liebt. Eigentlich ist es zu wenig, wenn ich sage, die Liebe ist stärker. Genau genommen ist Gott es, der stärker ist. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, am Anfang gehört und dann auch gesungen. Mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Warum? Weil Gott selber Liebe ist. 1. Johannes 4, Vers 16 in der Bibel steht ein ganz großer Satz. Da steht, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Liebe Freunde, das ist richtig groß. Wir glauben an Gottes Liebe. Wir glauben nicht irgendwas Abstruses, wo man nichts Genaues drüber sagen kann oder was irgendwie ein bisschen komisch und abgefahren ist. Wir glauben auch nicht irgendwie allgemein an was Höheres, dass es hinter dieser Welt noch was gibt. Wir glauben erst recht nicht an einen unberechenbaren, fremden Gott, von dem wir eigentlich nichts wissen. Wir glauben, als Christen glauben wir an Gottes Liebe. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe, schreibt Johannes. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Dass Gott Liebe ist, das wissen wir von und das wissen wir durch Jesus. Jesus hat nicht nur gesagt, liebt eure Feinde oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder ihr Christen, liebt euch untereinander. Hat Jesus nicht nur gesagt, Jesus hat es gelebt. Seinen Jüngern die Füße gewaschen, auch dem Verräter, dem Judas. Den Petrus gestoppt, als der ausgerastet ist und Jesus verteidigen will, hat er zu ihm gesagt, steck dein Schwert weg. Noch am Kreuz gebetet, wo sie ihn umbringen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist den Weg der Liebe gegangen bis ans Ende, hat seine Feinde geliebt.
Und Jesus liebt uns, liebt mich, liebt dich. Ob wir das wissen und ob wir das wollen oder ob wir es nicht wollen und nicht wissen. Und der Apostel Paulus sagt mal im Römerbrief, Römer 8, im Grunde steckt in jedem von uns diese Feindschaft gegen Gott drin, die steckt in jedem drin. Im Grunde erkennen wir Menschen als Menschen Gott nicht als Gott an. Will ich nicht, was Gott will? Will selber entscheiden über mein Leben und was ich tue und was ich lasse und was ich gut finde, was ich schlecht finde. Im Grunde geht es mir nicht um Gottes Reich, sondern um mein Leben hier in dieser Welt. Verstehst du, wenn es nach mir geht, nach meinem Herzen, nach meinem Kopf, nach meinem Willen, dann bin ich ein Feind Gottes. Harte Aussage, aber das sagt die Bibel. Dann bin ich ein Feind Gottes. Jesus war anders, hat nicht nach seinem Willen gelebt, sondern ganz nach Gottes Willen. Denk an das Gebet im Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, ich möchte jetzt nicht leiden, und dann mit diesem Satz ändert, nicht was ich will, sondern was du willst. Jesus hat ganz nach Gottes Willen gelebt und so hat er unsere Feindschaft gegen Gott beendet. Nicht mit brutaler Gewalt, nicht indem er die Feinde vernichtet hat, nicht mit einer zweiten Sinnflut, wo er alles Leben vernichtet, wieder zerstört. Nein, Gott, Jesus hat diese Feindschaft ausgehalten, die Anfeindungen ausgehalten. Das kann man ja lesen, wenn man die Passionsgeschichte, bevor Jesus gekreuzigt wird, liest. Hat es ausgehalten und uns so und dadurch mit Gott versöhnt. Es gibt ein altes Passionslied von Christian Fürchtegott-Gellert in unserem Gesangbuch drin, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, heißt es in einer Strophe, das Leiden von Jesus, Zitat, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. Das Kreuz von Jesus macht mich von Gottes Feinde zu Gottes Freunde. Kommt zum Schluss. Das ist quasi wie bei dem alten chinesischen Kaiser, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Der wollte das Land seiner Feinde erobern und die vernichten, hat er geschworen. Und dann hat man ihn später gesehen, wie er mit seinen Feinden zusammensaß und gegessen hat und getanzt hat. Und dann haben ihn die Leute gefragt, du wolltest doch deine Feinde vernichten oder was? Und die Antwort war, ich habe sie vernichtet, weil ich habe sie zu meinen Freunden gemacht. Genauso hat es Jesus durch sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung gemacht. Die Liebe von Jesus macht aus Gottes Feinden Gottes Freunde. Und wenn Jesus sagt, liebe deinen Feind, liebt eure Feinde, dann geht es nicht um irgendein hohes ethisches Ideal, an das ich mich auf Biegen und Breche halte, weil ich so toll bin, sondern geht es eigentlich schlicht und einfach darum, dass wir Christen mit unserem Handeln, mit unserem Leben anderen die unendliche Liebe von Jesus bezeugen, allen anderen, auch unseren Feinden. Wunderbar, wo uns das gelingt. Ich habe einen Vorschlag, hoffe, ihr traut euch da mitzumachen. Ich habe euch ja neulich schon angekündigt, dass wir ab und zu Aktionen machen. Jetzt habe ich so viel vom Frieden geredet. Manchmal machen wir das beim Abendmahl, dass wir einander den Frieden Gottes wünschen. Vielleicht ist es gut, wenn wir das auch heute tun. Nicht, dass wir alle verfeindet sind. Ich hoffe, dass nicht so viele Feinde jetzt hier sitzen, aber sonst ist es vielleicht auch gut. Steht doch einfach aus, geht zu anderen hin. Gern nicht nur zum Nachbarn, ein bisschen Bewegung schadet auch nicht. Gebt ihnen die Hand und sagt, Gottes Friede sei mit dir. Gottes Friede sei mit dir. Dir auch.